Entspannen wie in der Karibik. Wie wäre das denn? Am besten jeden Tag nach Feierabend. Schön wäre das. Und angeblich ist es sogar möglich in Lambsheim in der Pfalz. Dort steht die Beach Bar und die ist absolut in. Jens Hübschen, der guckt es sich gerade dort an. Vermutlich in einer Doppelfunktion. Entspannen und arbeiten. Jens, mal ganz ehrlich, was ist das gerade? Entspannen oder arbeiten? Geht schon los, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist entspannte Arbeit. So will ich es mal formulieren. Also man kann das Leben hier wunderbar genießen in der Hängematte mit dem Blick auf den Lambsheimer See. Da kommt so ein bisschen Karibik-Feeling auf. Zumal auch das Wetter hier heute mitgespielt hat. Es hat um 16 Uhr noch mal ordentlich geschüttet, aber seit 16 Uhr ist es hier trocken. Und insofern ist es wirklich wie in der Karibik. Es gibt hier auch karibische Klänge, die wir nicht überhören. Und das ist wirklich Spitzenmusik. Das sind nämlich Musiker aus Barbados, da haben wir aus Haiti und am Schlagzeug eine Reggae-Legende aus Mannheim. Am Schlagzeug, da sitzt Don Carlos. Also hier ist heute wirklich Karibik pur. Und das wissen die Besucher natürlich zu schätzen. Einer, der regelmäßig hier hinkommt, das ist Ronny Metz aus Lambsheim, also direkt hier aus der Ecke. Lambsheim ist jetzt nicht dafür bekannt, dass das Leben da pulsiert. Wie wichtig ist denn so eine Beachbar für Lambsheim? Also diese Beachbar hier in Lambsheim ist sehr wichtig für uns, da es einer der einzigen Anlaufpunkte ist, die man wirklich immer wahrnehmen kann. Ob im Winter wie im Sommer hat man hier immer ein schönes Feeling. Warum kommen Sie gerne hier hin? Wie gesagt, das schöne Feeling, das man hier hat. Wenn ich hier meinen Mittag verbringe nach der Arbeit, ist es wie ein Tag Urlaub. Die Natur ist auch wunderbar, also der See, der hier wunderbar gelegen liegt. Sie kommen vorzugsweise unter der Woche. Warum kommen Sie lieber unter der Woche als am Wochenende? Ja, unter der Woche ist nicht ganz so viel los wie am Wochenende. Am Wochenende hat man schon mal die Schwierigkeit, dass man auf der Wiese keinen Platz mehr kriegt zum Hinlegen. Und unter der Woche ist es doch etwas entspannter wie am Wochenende. Also ideal, hier unter der Woche mal vorbeizuschauen. Das weiß auch Frank Jahn. Er kommt extra aus Speyer hier rüber. Gibt es in Speyer nicht so schöne Orte wie hier? Es gibt in Speyer auch schöne Sachen, aber das hier ist halt ein Anziehungspunkt, ein Magnet. Was genießen Sie hier besonders? Die Leute, macht Spaß, das Feeling, es ist schön hier. Also rundum zufriedene Gesichter hier, kann man sagen. Ursprünglich war hier mal nur ein Restaurant, was hinter mir liegt. Das hat sich dann im Jahr 2000 geändert. Denn dann hat der Stratisch gesagt, jetzt mache ich hier mal eine Beachbar auf. Warum haben Sie gesagt, ich mache hier eine Beachbar auf? Wie ist das entstanden? Oh, das war auf meinem 30. Geburtstag nach der Party, die wir hier gefeiert haben am Strand. Haben dann die Leute vom Verein, vom Fischerverein gemeint, Herr Sreczko, das war so toll bei dir. Nächsten Morgen, nachdem wir da geschlafen haben, alle am Strand, willst du da nicht was machen? Aber schon, ja klar, logisch, warum nicht? Da war der Bürgermeister so nett und so cool, der gemeint hat, Sreczko, mach. Ursprünglich gehörte das Restaurant hier Ihrer Tante und Sie haben dann eben, sind dann eben mit eingestiegen hier. Inwiefern haben Ihre kroatischen Wurzeln auch eine Rolle gespielt, dass Sie sagen, ich mache jetzt hier eine Beachbar? Das hat natürlich ganz große Rolle gespielt. Ich bin am Strand aufgewachsen und bei uns gibt es überall eine Strandbar in dieser Form, in Kroatien. Und ich habe noch gedacht, Mensch, in Deutschland ist alles so, alles verbetoniert und alles ist einfach große Kioskklotze am Strand. Das kann nicht sein. Ich habe gemeint, ich mache jetzt einfach was ganz anderes. Wie sah es denn hier vorher aus? Wie können wir uns das vorstellen, hier in Lambsheim am See? Also, der Grundstück hier war eigentlich ein Stück Wald. Und irgendwann hat der Bürgermeister gesagt, Herr Moll, wir machen da Parkplätze für Harley-Fahrer. Weil da sehr, sehr viele Harley-Fahrer kommen, einfach so zum Ausflug, als Ausflugziel nutzen die das. Und dann hat sich das im Laufe der letzten 12 Jahre so entwickelt. Haben Sie hier ein bisschen gerodet, ein bisschen Sand hingestreut und seitdem gibt es die Beachbar. Gute Cocktails gibt es hier und gute Musik, reicht das aus? Was ist Ihre Philosophie? Meine Philosophie ist einfach mal Reggae, Strand, Sonne, gute Cocktails. Reggae, Strand, gute Sonne, gute Cocktails, viel Sonne und viel Natur. Also Plastik gibt es hier gar nicht, sondern nur Holz. Und ich werde jetzt die Natur hier auch noch genießen. Ein Caipirinha hätte ich gerne, bitte. Insofern, Holger, muss ich mich jetzt leider verabschieden, denn es wird Zeit für gute Cocktails. Tschüss. Jo, dieser kroatische, pfälzische Dialekt gefällt mir auch sehr gut. Aber Caipirinha, du bist mit dem Auto da? Hoffentlich nicht. Ja, ich bin mit dem Auto da, aber es gibt hier natürlich auch alkoholfreie Getränke für all diejenigen, die von etwas weiter herkommen. Insofern kann ich den ruhig trinken. Ja, dann viel Spaß noch. Der ist garantiert dort. Jamaika, mitten in der Pfalz. Jens Hübschen, vielen Dank. Live von der Beachbar gerade in Lambsheim in der Pfalz.